So, willkommen zurück bei Patrick 3331 und es wird ein sehr kurzes Video, denn es ist eigentlich nur dazu gedacht, dass ich euch ein bisschen was über meinen Zweitkanal erzählen möchte oder meinen Drittkanal. Autoreview ist ja mein Zweitkanal, denn ich habe einen Finanzkanal gestartet, wo ich vor allem jungen Leuten zeigen möchte, dass es sehr wichtig ist, fürs Alter zu sparen und ich das in der Vergangenheit teilweise ein bisschen abschleifen lassen, ich aber jetzt wirklich voll dabei bin und ich euch einfach interessieren möchte für Finanzen, Immobilien, P2P, ETFs und so weiter und so weiter. Und um das zu machen, ist normalerweise immer sehr einfach, wenn man einfach mal ein paar Zahlen zeigt. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, mein P2P ist, im Moment habe ich über 3.180 Euro investiert in P2P, das heißt in Peer-to-Peer-Kleinkredite bei Mintos. Ihr seht es, und ich habe zusammen jetzt schon 58,45 Euro an Zinsen generiert. Davon sind allein 30 Euro in diesem Monat zusammengekommen. Ja? Also 30 Euro in einem Monat und ihr seht, ich habe eine Rendite von 13,08% Zinsen. Dann zweite wäre Bondora. Da habe ich 6,75% Rendite und das ist wirklich was für Faule, sage ich mal so. Denn ihr müsst dann nichts machen. Ihr legt das Geld da rein und es wird für euch investiert und ihr kriegt dafür Zinsen. Und das jeden Tag. Das heißt, ihr habt Zinseszinseffekt. Sehr, sehr cool. Und das habe ich am 18. geschaut, also knapp einen Monat her, noch ein bisschen weniger als einen Monat her und habe jetzt 2,36 Euro bekommen. Und das Gute daran ist, wenn ihr das auch machen wollt, dann geht mal auf meinen anderen Kanal, den verlinke ich oben rechts für euch. Und unten in der Beschreibung findet ihr die Affiliate-Links, falls ihr das auch machen möchtet, da kriege ich ein bisschen was ab, da bin ich auch sehr transparent. Und ihr bekommt auch was, bei Bondora wären es 5 Euro Startguthaben, womit ihr dann einfach mal spielen könnt. Und bei Mintos sind das 1% von dem, was ihr investiert. Also wenn ihr zum Beispiel 500 Euro investiert, kriegt ihr 5 Euro zurück oder on top obendrauf. Ja, nach 30, 60, 90 Tagen, wann das dann aufläuft. Ja, und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, als Beispiel, einer Bank in der Schweiz, die 0,1% Zinsen bietet und Mintos, die mir 13% Zinsen beziehungsweise Bondora, die mir 6,75% Zinsen anbieten, dann ist, glaube ich, die Wahl ziemlich leicht. Ja, eines vorweg, das ist auf jeden Fall hat ein Risiko dabei, aber no risk, no fun. Ich habe das über ein Jahr getestet, aber dazu, wie gesagt, mehr auf meinem Zweitkanal. Ansonsten, da morgen Amazon Prime Day ist, kann ich euch empfehlen, ein Buchtipp, wo wir schon beim Thema Finanzen sind. Das ist ein wirklich cooles Buch, das habe ich ja mittlerweile schon 4 oder 5 Mal gelesen. Jede 1, 2 Jahre lese ich das nochmal auf neu. Es geht um 1 Billion Dollar, um jemanden, der 1 Billion vererbt bekommt, wo das Vermögen über 500 Jahre angewachsen ist. Also Zinseszinseffekt. Wirklich coole Story, ist ein dicker Brummer, aber das Ding liest sich wirklich sehr, sehr cool. Wenn ihr einfach mal abends was zum Lesen haben wollt, mega cooles Buch. Und es ist so ein bisschen was wie der Finanzmarkt funktioniert. Es ist zwar eine fiktive Story, aber es ist wirklich sehr cool geschrieben. Und vor allem mit dem Hinblick, was würdet ihr machen, wenn ihr morgen 1 Million oder 1 Milliarde oder 1 Billion Dollar, Euro, Franken, also immer vererbt bekommt. Cooles Buch, verlinke ich euch auch unten. Und falls ihr ein Kindle habt oder ein Kindle kaufen wollt, habt morgen, wie gesagt, oder jetzt, wenn ihr das Video schaut, heute am Montag, habt ihr, ich glaube, 50 Euro Discount für den Kindle Paperwhite. Hier haben wir es nochmal, Kindle Paperwhite. Wenn ihr das dann kauft am Prime Day, glaube ich, heißt das Ganze morgen oder heute. Oder ihr könnt einfach ganz normal das Buch kaufen. Oder hier im Audible Probemonat für 0 Euro. Dann liked ich es aus für 0 Euro und hört es euch an auf dem Weg zur Arbeit oder in der U-Bahn oder was auch immer. Ja, das habt ihr unten alles verlinkt. Also, wie gesagt, Zweitkanal, Patricks Finanzen, würde ich mich freuen. Und ich würde euch wirklich bitten, auch wenn euch das Thema eventuell nicht interessiert, helft mir ein bisschen den Kanal zu pushen. Ich habe jetzt über 29.000, also fast 30.000 Abonnenten auf Patrick331. Ich wäre super, wenn ich die 1000 Abonnenten zusammenbekommen würde, denn wie gesagt, um den Kanal zu monetarisieren, damit man wieder ein bisschen Geld rein investieren kann in diese ganzen Sachen und die ich in Werbung schalten kann, da bin ich auch transparent, braucht es halt 1000 Abonnenten, 4000 Stunden in einem Jahr und guten Score oder sowas, damit man das dann monetarisieren kann. Und das wäre wirklich mein Wunsch, damit ich wirklich coole Angebote rausschlagen kann. Es gibt 2, 3 Banken in der Schweiz, mit denen ich eventuell was gerne machen wollen würde, aber dafür brauche ich halt die Reichweite. Und wenn ich da mit 98 Abonnenten, die ich im Moment habe, ankomme, dann ist das
nicht so produktiv, oder die Banken werden mir da, glaube ich, keine offenen Türen anbieten. Aber ich möchte wirklich ein paar coole Sachen für euch in der Zukunft finden und ein paar Tipps und Tricks geben, aber das wird alles auf dem anderen Kanal sein, deswegen abonniert bitte Patricks Finanzen, oben rechts verlinkt. Auch wenn ihr den Kanal eventuell nicht folgen werdet, würde es mir wirklich helfen, einfach den Kanal ein bisschen zu pushen. Wäre super toll, wenn ihr das machen würdet, würde ich mich echt bedanken, und lasst eventuell auch mal das Video einfach laufen und guckt einfach mal zu, ob es vielleicht interessant ist für euch, denn ich sage euch, Geld verdienen oder Geld passiv sich selber verdienen lassen ist wirklich sehr cool, und es wird viele Sachen auf dem anderen Kanal geben. Ich werde da einmal die Woche ein Video bringen, und ja, es ist auf jeden Fall interessant, und wenn ihr gesagt 13% Zinsen haben wollt oder 6,75 oder einfach mehr als was ihr bei der Bank bekommt, dann bleibt doch dran und abonniert den Kanal und lasst einfach das Video durchlaufen. Das würde mir wirklich sehr viel helfen, und lasst ein Abo da. Ja. Also, ich bedanke mich bei euch und viel Spaß bei Amazon Einkauf. Wie gesagt, heute super Angebote beim Prime Day, und guckt euch das mal an. Lest euch durch oder holt euch das Audible ein Monat gratis Ding und hört es euch im Auto an, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid. Das werde ich genauso machen, denn im Auto habe ich jeden Tag 45 Minuten. Also, das war's gewesen. Tut mir leid, was immer was ganz anderes, aber irgendwie muss ich auch versuchen, die Leute zu finden für den anderen Kanal, und wenn ich schon so eine große Followerschaft habe von fast 30.000, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht 1.000 und eine Person zusammenbekomme, die auf den anderen Kanal eventuell ein Abo dalassen. Ja? Kostet euch nichts, außer ein, zwei, drei Klicks, und würde mich freuen. Also, subscriben, liken, teilen, support ist kein Mord. Peace.